Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Bald ist Weihnachten und aus dem Grund möchte ich natürlich auch noch irgendwie weihnachtlichen Input hier bringen und nicht immer nur kirchenpolitisches Zeug oder anderes. Deshalb habe ich heute ein kleines Büchlein dabei und zwar geht es um dieses hier. Das kennen Sie vielleicht, Freut euch, Benedikt der 16. Predigten und Meditationen zur Weihnachtszeit. Heute möchte ich Ihnen also ein bisschen was vorlesen, damit wir wirklich eingestimmt werden auf das Weihnachtsmysterium. Ich möchte gerne anfangen mit einer Betrachtung zum 4. Adventssonntag 2006. Das war am 24. Dezember. Zum Angelus hat er diese Betrachtung hier vorgenommen. Und dann zum Abend hin war natürlich dann schon Heiligabend. Und ich sage Ihnen gerne, welche Texte es betrifft. Einerseits Micha 5,1, dann Hebräer 10 und Lukas 1, 39 bis 45. Da geht es um die Stelle, als Maria zu Elisabeth kommt, die dann eben, deren Kind dann in ihrem Leib hüpft, als Maria den Gruß verrichtet. Zu diesen Stellen sagt Benedikt der 16. Die Feier des heiligen Weihnachtsfestes ist nun in unmittelbare Nähe gerückt. Der heutige Tag bereitet uns darauf vor, das Geheimnis inständig zu leben, zu dessen Betrachtung mit den Augen des Glaubens uns die Liturgie dieser Nacht auffordert. Im göttlichen Neugeborenen, den wir in die Krippe legen werden, offenbart sich unser Heil. In Gott, der für uns Mensch wird, fühlen wir uns alle geliebt und angenommen. Wir entdecken, dass wir in den Augen des Schöpfers wertvoll und einzigartig sind. Die Geburt Christi lässt uns zum Bewusstsein kommen, wie viel das menschliche Leben wert ist. Nochmal, die Geburt Christi lässt uns zum Bewusstsein kommen, wie viel das menschliche Leben wert ist. Das Leben eines jeden Menschen, von seinem ersten Augenblick an bis hin zu seinem natürlichen Sterben. Eine Pro-Life-Aussage von unserem Papst Emeritus. Wer diesem in Windeln gewickelten Kind, das in einer Krippe liegt, sein Herz öffnet, dem gibt er die Möglichkeit, mit neuen Augen die alltäglichen Geschehnisse zu betrachten. Mit neuen Augen die alltäglichen Geschehnisse. Er wird die anziehende Macht verkosten können, die aus dem Innern der Liebe Gottes kommt und auch den Schmerz in Freude zu verwandeln vermag. Bereiten wir uns darauf vor, liebe Freunde, Jesus, dem Emmanuel, Gott mit uns zu begegnen. Geboren in der Armut von Bethlehem, wollte er der Weggefährte eines jeden werden. Seit er sein Zelt in dieser Welt aufgeschlagen hat, im Griechischen steht nämlich an der Stelle bei Johannes 1, 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Eskenosin heißt es dort. Skenoo ist das Zelten, deshalb hier in diesem Bildfeld. Seit er sein Zelt in dieser Welt aufgeschlagen hat, ist keiner ein Fremder. Es ist wahr, wir sind alle auf der Durchreise. Gerade aber Jesus ist es, der uns das Gefühl gibt, zu Hause zu sein auf dieser Erde, die durch seine Gegenwart geheiligt wurde. Die Welt ist geheiligt durch Christi Gegenwart. Er aber bittet uns, sie für alle zu einem einladenden Haus zu machen. Für alle. Die überraschende Gabe von Weihnachten besteht gerade darin. Jesus ist für jeden von uns gekommen und in ihm hat er uns zu Brüdern gemacht. Die entsprechende Aufgabe ist, immer mehr die vorgefassten Meinungen und Vorurteile zu überwinden, die Schranken niederzureißen und die Kontraste zu beseitigen, die trennen oder, was noch schlimmer ist, die Menschen und die Völker in Gegensatz zueinander bringen
um gemeinsam eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens aufzubauen. Ich füge hinzu, auch im Jahre 2022. Wir haben gerade eine akute Situation, als hätte er es wirklich schon für dieses Jahr geschrieben. Mit diesen Empfindungen, liebe Brüder und Schwestern, erleben wir die letzten Stunden, die uns von Weihnachten trennen, indem wir uns geistlich darauf vorbereiten, das Jesuskind zu empfangen. Im Herzen der Nacht wird es zu uns kommen. Es ist aber sein Wunsch, auch in uns zu kommen. Das heißt, im Herzen eines jeden von uns zu wohnen, sein Zelt auch in unserem Herzen aufzuschlagen. Damit dies geschehe, ist es unabkömmlich, dass wir verfügbar und vorbereitet sind, ihn zu empfangen, bereit, ihm Platz zu machen, in uns, in unseren Familien, in unseren Städten. Seine Geburt möge uns nicht damit beschäftigt finden, Weihnachten zu feiern und gleichzeitig zu vergessen, dass gerade er die Hauptperson des Festes ist. Maria stehe uns bei, die innere Sammlung zu bewahren, die unentbehrlich ist, um die tiefe Freude auskosten zu können, welche die Geburt des Erlösers mit sich bringt. An sie wenden wir uns jetzt mit unserem Gebet und denken dabei besonders an all diejenigen, die Weihnachten in Traurigkeit und Einsamkeit, in Krankheit und in Leid verbringen werden. Allen gewähre die allerseligste Jungfrau Stärkung und Trost. Voll freudiger Erwartung blicken wir auf die schon nahe Feier. Voll freudiger Erwartung blicken wir auf die schon nahe Feier von Weihnachten. Mit Maria wollen wir uns auf die Geburt unseres Erlösers Jesus Christus vorbereiten. Öffnen wir unser Herz für sein Kommen, damit er uns und der ganzen Welt sein Licht und seinen Frieden bringe. Dann möchte ich Ihnen noch eine Predigt vorlesen, aber auch nur in Auszügen, weil das einfach zu umfangreich ist, hier einfach vorzulesen und das ja auch anstrengend ist, aber doch hier einige interessante Betrachtungen von Benedikt im Jahre 2006 zum Fest der Geburt des Herrn, gemeint ist hier dann in der Christmette, denke ich mal. Liebe Brüder und Schwestern, soeben haben wir im Evangelium das Wort gehört, das die Engel in der heiligen Nacht zu den Hirten gesagt haben und das die Kirche uns nun zuruft. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, Christus der Herr, und dies soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Nichts Wunderbares, nichts Außergewöhnliches und Großartiges wird den Hirten als Zeichen gegeben. Nur ein Kind. Ein Kind werden sie sehen, das wie Menschenkinder der mütterlichen Fürsorge bedarf und in Windeln gewickelt ist. Ein Kind, das im Stall geboren wurde und deshalb statt in einer Wiege in einer Futterkrippe liegt. Das Zeichen Gottes ist das Kind in seiner Hilfsbedürftigkeit und Armut. Nur mit dem Herzen werden die Hirten sehen können, dass in diesem Kind die Verheißung des Propheten Jesaja wahr geworden ist, die wir in der ersten Lesung gehört haben, nämlich Jesaja 9,5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Gottes Zeichen ist das Einfache. Gottes Zeichen ist das Kind. Gottes Zeichen ist es, dass er sich für uns klein macht. Das ist die Weise, wie er herrscht. Das ist die Weise, wie er herrscht. Er kommt nicht mit äußerer Macht und Größe. Er kommt als Kind, unbewehrt und unserer Hilfe bedürftig. Er will uns nicht mit Macht überwältigen. Er nimmt uns unsere Furcht vor seiner Größe. Wow! Er bittet um unsere Liebe. Darum wird er Kind. Nichts anderes will er von uns als unsere Liebe, durch die wir von selber lernen, in seine Gesinnungen, in sein Denken und Wollen einzutreten. Mit ihm mitzulieben und mit ihm
auch die Demut des Verzichts zu erlernen, die zum Wesen der Liebe gehört. Gott hat sich klein gemacht, damit wir ihn verstehen, ihn annehmen, ihn lieben können. Und dann kommt etwas ganz besonders Interessantes. Und zwar geht er hier auf die Kirchenväter ein, die in ihrer griechischen Übersetzung des Alten Testaments ein Wort des Propheten Jesaja, dann was auch Paulus zitiert, folgendermaßen übersetzen oder verstehen. Es heißt dort, Gott hat sein Wort kurz gemacht, es abgekürzt. Jesaja 10, 23 und dann in Anlehnung daran Paulus im Römerbrief 9, 28. Gott hat sein Wort kurz gemacht. Sie verstanden dies in einem doppelten Sinn. Der Sohn selbst ist das Wort, der Logos. Das ewige Wort hat sich klein gemacht. So klein, dass es in eine Krippe passte. Es hat sich zum Kind gemacht, damit uns das Wort fassbar werde. So lehrt er uns, die Kleinen zu lieben. So lehrt er uns, die Schwachen zu lieben. So lehrt er uns die Ehrfurcht vor den Kindern. Das Kind von Bethlehem lenkt unseren Blick auf all die leidenden und missbrauchten Kinder in der Welt, die Geborenen und die Ungeborenen. Auf die Kinder, die als Soldaten in eine Welt der Gewalt hineingeführt werden. Auf die Kinder, die betteln müssen. Auf die Kinder, die darben und hungern. Auf die Kinder, die keine Liebe erfahren. In ihnen allen ruft das Kind von Bethlehem uns an, ruft Gott uns an, der sich klein gemacht hat. Wir beten an diesem Tag darum, dass das Leuchten der Liebe Gottes all diese Kinder berühre. Und wir bitten ihn darum, dass er uns helfe, das Unsrige zu tun, damit den Kindern ihre Würde wird, damit allen das Licht der Liebe aufgehe, dass der Mensch noch mehr braucht als die materiellen Dinge, die zum Leben nötig sind. Damit sind wir bei der zweiten Bedeutung angekommen, die die Väter in dem Satz gefunden haben, Gott hat sein Wort kurz gemacht. Das Wort, das Gott uns in den Büchern der Heiligen Schrift mitteilt, war lang geworden im Lauf der Zeit, lang und unübersichtlich, nicht für die einfachen, des Lesens unkundigen Menschen, sondern sogar noch mehr für die Schriftkenner, die Gelehrten, die sich zusehends in den Einzelheiten und ihren Problemen verfingen und den Blick aufs Ganze kaum noch finden konnten. Jesus hat das Wort kurz gemacht, uns seine tiefste Einfachheit und Einheit wieder gezeigt. Ich sage immer, den Baum vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, so die Pharisäer und Schriftgelehrten, und deshalb Jesus dann immer wieder auf den Wald zurückverwiesen hat. Jesus hat das Wort kurz gemacht und seine tiefste Einfachheit und Einheit wieder gezeigt. Alles, was Gesetz und Propheten uns lehren, so sagt er uns, ist vereinigt in dem einen Wort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe. Das ist alles. Der ganze Glaube ist bezogen auf diesen einen Gott und Menschen umfassenden Akt der Liebe. Aber sofort steigen wieder Fragen auf. Wie sollen wir Gott lieben mit unseren Gedanken, wenn wir ihn mit unserem Denken kaum finden können? Mit unserem Herzen und unserer Seele, wenn dieses Herz ihn nur von Weitem ahnt und so viel Widersprüchliches wahrnimmt in der Welt, das uns sein Gesicht verhüllt? Da greifen nun die beiden Weisen ineinander, wie Gott sein Wort kurz gemacht hat. Er ist nicht mehr weit entfernt, er ist nicht mehr unbekannt. Er ist für unser Herz nicht mehr unerreichbar. Er hat sich zum Kind gemacht für uns und damit alle Zweideutigkeiten verscheucht. Er hat sich zu unserem Nächsten gemacht. Er hat sich für uns zu unserem Nächsten gemacht und so auch das Bild des Menschen wiederhergestellt, der uns so oft gar nicht liebenswürdig erscheint.
Gott hat sich für uns zum Geschenk gemacht, sich selbst. Er nimmt sich Zeit für uns. Gemeint ist nicht nur, er schenkt uns seine Zeit, sondern er nimmt sich Zeit für uns, er geht in die Zeit ein. Er, der in der Ewigkeit ist, geht ein in Zeit und Raum des Geschaffenen, auch in dieser Hinsicht. Er, der Ewige, der oberhalb der Zeit steht, hat Zeit angenommen, unsere Zeit zu sich hinaufgezogen. Er ist zeitig geworden, damit wir ewig werden können. Wow! Das ist die Botschaft von Weihnachten oder was Weihnachten als Weichen stellt. Er wird zeitig, damit wir ewig werden können. Weihnachten ist das Fest der Geschenke geworden, um Gott nachzuahmen, der sich uns selber geschenkt hat. Lassen wir unser Herz, unsere Seele, unsere Gedanken davon berühren. Vergessen wir über den vielen Geschenken, die wir kaufen und die wir empfangen, nicht das eigentliche Geschenk, einander etwas von uns selber zu schenken, einander unsere Zeit zu schenken, unsere Zeit für Gott zu öffnen. Vielleicht ein schöner Impuls, den wir jetzt in den kommenden stressigen, manchmal wirklich auch stressigen und hektischen Weihnachtsfeiertagen, dass wir das eben nicht vergessen. Wir wissen selbst auch, dass Weihnachten die Zeit der Konfliktherde ist. Ein Konfliktherd selbst ist. Wenn dann die Familien zusammenkommen und dann auch die unausgesprochenen Probleme etc. verdichtet aufeinandertreffen, dass wir dann doch nicht vergessen, dass Weihnachten eine Botschaft des Friedens sein soll. Und dass diese Botschaft des Friedens nur dann realisiert werden kann, wenn wir sie zulassen in unseren Familien. Danke, Papst Benedikt, für diese Gedanken. Das ein oder andere wird Sie doch hoffentlich durch diese Tage begleiten. Wir sehen uns auf jeden Fall dann nochmal in diesem Kalenderjahr. Es ist noch nicht das Ende. Dann gibt es nochmal einen Flashback, einen Jahresrückblick, so wie ich das in den letzten Jahren auch gemacht habe. Das mache ich immer nicht, um vorzuweisen, was ich alles Tolles erreicht habe und mich damit anzugeben, sondern alles noch einmal Revue passieren zu lassen mit Ihnen, weil wir sind eine Community, wir sind eine Gemeinschaft und es ist einfach schön, nochmal alles gemeinsam zu bedenken, sich zu erinnern und dankbar zu sein. Dem wir das alles zu verdanken haben, Gott selbst, der jetzt zu Weihnachten Mensch wird, für uns, um ganz in unserer Nähe zu sein. Von daher sehen wir uns dann in der kommenden Woche noch und ich wünsche Ihnen die Freude des Weihnachtsfestes in Ihren Herzen, in Ihren Familien, in Ihrem Umfeld. Haben Sie freudenreiche Feiertage und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin alles Gute, Gottes Segen, seien Sie behütet und beschützt, machen Sie es gut.